Was bisher geschah. Und wie es weitergeht. Superbombenraketen! Ja! Auf geht's! Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zur dritten und jetzt auch schon leider letzten Folge Eskalation an Silvester in Berlin 2022-23. Ja Leute, ich präsentiere euch heute die allerletzten Aufnahmen von meinem letztjährigen Silvester in Berlin. Und da war es dann ungefähr schon 3.30 Uhr gewesen am Ritz und ja, wir haben dieses Silvester ausklingen lassen mit nochmal richtig fetten Aktionen. Seid auf jeden Fall gespannt und im Hintergrund wurde auch noch fleißig F4 geballert. Dieses Video sollte euch jetzt nochmal endgültig richtig aufheizen auf Silvester und nochmal richtig Stimmung verleiten. Ich bin jetzt sehr gespannt, was uns jetzt hier nochmal erwartet und dann schauen wir einfach mal rein in die letzten Aufnahmen vom Ritz an Silvester letztes Jahr. Let's go! Mal eine einzelne und dann kommt drei Stück auf Schlag. Komm mal her mit der Kamera. Komm mal her mit der Kamera, die ist so verschmiert. Die erste Aktion war jetzt also, drei Double Decks nochmal auf Schlag hochzuhauen. Und jetzt kam dann auch endlich das absolute Highlight von den Nürnbergern, nämlich die Nico Greenline Fontäne. Keiner weiß, also da hatten die irgendwie richtig Bock drauf gehabt und ich war schon skeptisch und das hat sich dann auch bewahrheitet. Was ist das? Der Follow jetzt. Geil, Leute. Einfach nur mal genießen. Sehr, 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 sehr schön. Und mit dem Wind kam der Effekt auch nochmal noch größer, als er eigentlich war. Und jetzt folgt die Rakete, die absolut viral gegangen ist bei mir hier auf YouTube mit über 2 Millionen Aufrufen. Ja Leute, wer kennt das noch? Und jetzt schauen wir uns das Video dazu an, das Original. Yeah!
krass. Komm, letzten zwei auf Schlag. Das sind denn die Superbomben hier? Geile Sache. Auf geht's! Was? Ja, von der letztjährigen The Wall war ich persönlich und auch eigentlich alle anderen, die dort standen, relativ enttäuscht gewesen. Aber wir standen auch so nah dran. Also nächstes Mal, da werde ich dafür sorgen, bei solchen Aktionen werden wir weiter weg, von weiter weg stehen und filmen. Okay. Ja. Ja. Z1. Kein Finale. Boah, aber die war trotzdem stark. War sehr stark. So Leute, jetzt gibt's eine fette Aktion. Dreimal Heavy Metal und dann dreimal Titanium Salute Scream. Ja Leute, und während wir dann die drei Titanium Salute aufgebaut haben, ging neben uns einfach eine Whistle Rocket hoch, also keine Ahnung, wahrscheinlich so 100 Meter Luftlinie entfernt, und wir haben das in dieser Menge, obwohl es schon 3.30 Uhr war, gar nicht mitbekommen. Ihr seht es an unseren Reaktionen, wir haben das gar nicht gecheckt und uns hat das gar nicht interessiert im Prinzip, weil es einfach so dauerhaft da geballert hat und gescheppert hat, dass man selbst eine Whistle Rocket gar nicht mehr wahrgenommen hat. Nein, nein.
Ja, man hat meine Bemerkung noch mitbekommen, wie ich sage, wie letztes Jahr. Und es war tatsächlich bei den genau identischen Raketen. Die Scream Rocket 3, die F3-Raketenversion von Funke, sind letztes Jahr schon im Raketenständer stecken geblieben. Und auch letztes Jahr. Also, scheiße. Davor, vorletztes Jahr. Und letztes Jahr sind sie stecken geblieben. Na, Mann. So, Leute. Mach mal. Ist gerade umgesprungen. 3.38 Uhr, Leute. Und wir eskalieren jetzt hier nochmal mit zwei Mega-Verbünden. Und zwar zum einen haben wir hier die Pyroshow 2000 Hermes. 60 Sekunden, 2 Kilo NEM, 20 Kaliber und 240 Schuss. Und als kleines obendrauf haben wir hier die Sky High 5,6 Kilogramm NEM. Das muss man nochmal einfangen hier. NEC 5,6 Kilo. Machen wir die auf. Das sind 3 Einsen. Ja. Ah, das war bei mir auch. Es hat nicht geklappt, die zwischeneinander zu verbinden, Alter. Nicht. Aber ich habe rote Lütze im Auto. Gezogen. Bitte. Ja. Okay. Dann als erstes mal die Wärme. Scheiße.
war's, oder? Das Finale. Das Finale vom Ritz. Es ist zu Ende. Ja, Leute, ich finde es wirklich lustig, wie man uns allen da anwesenden Personen da auch im Gesicht angemerkt hat, dass wir da jetzt schon so lange wach waren und den ganzen Tag von morgens bis abends durchgeballert haben. Wir waren alle schon sehr fertig gewesen, aber was willst du erwarten um 4 Uhr morgens? Da bist du dann auch irgendwann mal tot, fertig und einfach nur durch. Und ich freue mich jetzt einfach nur auf Silvester, Leute, und schreibt mir mal in die Kommentare, wie Bock ihr habt, 1 bis 100%, und dann sehen wir uns in den kommenden Silvester-Videos, hoffentlich wieder mit richtig fresher, geiler, oh Leute, es ist so spät, es ist hier auch schon 3 Uhr nachts jetzt bei mir, ich bin hier auch durch, ich glaube, man merkt es im ganzen Video, war ich ein bisschen neben der Spur, aber so ist es nun mal in diesen Tagen, wenn man einfach immer nächtelang wach ist und hier alles gibt, um jeden Tag fetten Content rauszuhauen. Alles klar, Leute, wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Ich geh pennen, haut rein.